Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir wieder mal einen Whisky aus Wales. Ja, und der ist sogar exklusiv für whisky.de. Und zwar stammt er aus der Brennerei Pendarin. Ja, betont sich etwas anders. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass ich endlich den schwarzen Coffee Mug hier neben auf mein Fass stellen kann mit dem Symbol von Pendarin auf dem Becher, diesem Goldsplitter. Ja, habe ich damals in der Brennerei geschenkt bekommen. Gibt es ein Besichtigungsvideo dazu. Das finden Sie im Shopsystem, ja, neben den Pendarin-Artikeln. Ja, dies ist nun eine Einzelfassabfüllung, die für whisky.de gemacht wurde, ist limitiert auf 370 Flaschen. Und das Besondere, warum es nun dieser Whisky geworden ist, warum ich mir den ausgesucht habe, und zwar ist der im Portweinfass gereift. Und zwar in einem Tawny-Portweinfass. Nun, der Rotwein aus dem Douro-Tal in Nähe der Hafenstadt Porto in Portugal, Starkwein. Und das Besondere am Tawny-Port ist, der muss nach Regularien 2 Jahre lang in Eichenfässern mindestens reifen. Das heißt, hier hat man in diesen Eichenfässern einen massiven Eintrag von diesen Weinreben und ja, das erste, ich sag mal Anführungszeichen, aggressive Eichenholz ist dann schon raus. Jo, freut mich also ungemein. Sieht man schon an der Farbe, wie toll der geworden ist. Er ist 48 Volumenprozente stark, ist nicht kielgefiltert. Destilliert im Dezember 2013 und abgefüllt im November 2018. Das ist die Flasche 18 von 370 aus dem Fass PT 302. PT steht wahrscheinlich für Port. So, dann greifen wir hier mal an. Die Pendarin Brennerei hat 2 Sätze von Brennblasen. Und das eine sind klassische Potstills und die anderen sind Pots mit aufgesetztem Rectifier, der dann nicht so ganz hoch geht, sondern noch abgesetzt ist mit Umlenkung. Sehen Sie in dem Video. Ganz tolle kupferne Gerätschaften der klassischen Destillationstechnik. So, schauen wir, ob wir den richtigen Abstand finden, dass der so schön leuchtet. Ja, so ist doch schön. 48 Volumenprozente, den gönne ich mir noch ohne Verdünnung. Wobei viele Whiskys, die jetzt schon 48 oder gar darüber haben, freuen sich über ein bisschen Wasser. Aber da die wenigsten, oder sagen wir mal, da wenigere das machen, trinke ich hier oder probiere ich hier. Trinken soll man nicht sagen. Ne? Trinken ist gegen Durst, trinkt man Wasser. Probiere ich hier jetzt eigentlich immer unter 50% unverdünnt. Intensive, fruchtige Noten. Frisches Obst. Himbeere, Johannisbeere. Und dahinter so ein aromatische Gewürznote, Muskatnuss vielleicht. Ein bisschen Eiche. Wie alt wird der Whisky sein? Nun, mindestens mal 3 Jahre, sonst dürfte er sich nicht Whisky nennen. Irgendwo zwischen 3 und 5, 3 und 7. Pendarin ist noch nicht so alt und hat diese großen Mengen noch nicht auf Lager. Das Lager wächst gerade erst an. Also Whisky ist doch etwas früher abgefüllt werden und der verträgt es nun. Warum? Nun, weil der Whisky ausschließlich komplett, das ist nicht ein Finish in Portweinfass, sondern eine ausschließliche Reifung im Portweinfass. Das heißt, mindestens 3 Jahre in einem Portweinfass.
Ja, und eine leichte kühlende Note, wahrscheinlich vom Alkohol, ist auch noch mit drin. Erst mild und süß. Oh, ist der süß. Ha! Fast wie ein Stück Würfelzucker da drin. Ungewöhnlich. Wow. Wow. Danach kommt noch so ein bisschen, ja, Pfirsich, Apfel. Und dann geht es in die Eiche. Könnte auch ein bisschen Zimt sein, weil so eine ganz leichte Schärfe macht sich auf der Zunge breit. Zimt, Pfeffer, Ingwer, irgendwas so in der Richtung. Wow, war der süß. Oh. Ja, Süße mit jetzt ein bisschen Karamell. Kommt auch schon in die Nase. Die war anfangs von den Früchten total überdeckt. Jetzt kriegt man sie. Erst simpel, ölig im Mund. Jetzt kommt das Stück Zucker. Und dann hinterher diese leichte, würzige Schärfe. Jo. Oh. Ganz tolle Geschichte. Wie gesagt, ist limitiert. Allerdings sind es 370 Flaschen. So ganz eilig müssen Sie es mit der Flasche nicht haben. Aber wenn Sie daran wollen, dann bald. Weil garantieren können wir an dieser Stelle nichts. Immer wenn er mir gut schmeckt, dann gibt es einen Rand auf die Flaschen. Ja, werden wir dann sehen. Gut, das soll es gewesen sein. Schauen Sie bei uns im Shopsystem nach, was es hier von dieser Flasche noch gibt. Oder wenn sie dann vergriffen ist in der näheren, ferneren Zukunft, dann was wir sonst noch für nachgereifte Flaschen von Penderyn haben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.